begrüße euch zu einer neuen Folge Farmers Dynasty zusammen mit meinem schlafenden Mann. Hallo. Ich schlafe nicht. Noch nicht. Noch nicht. Eine schlafende Frau. Ja, ich schlafe schon fast. Also wenn ihr von mir nichts mehr hört, dann bin ich eingepennt. Wenn ihr mich in der Kamera weglaufen seht, dann muss ich ganz kurz meine Frau wecken. Ja, ich schlafe nämlich hier auf meinem Trecker auf dem Feld ein, aber ich kann das Ende erahnen. Was? Ja, in den nächsten 5 Folgen. Ach so. Das ist ja eigentlich auch nur ein Zeitvertreib, bis bei mir was wirklich jetzt zu tun gibt im Punkt der Ernte. Okay, dann nimmst du dir ein 3 Hektar Feld zum Pflügen, okay, verstehe. Nee, das ist jetzt bloß ein Hektar, ist gar nicht so groß. Das 3 Hektar, das kommt noch. Ach so? Ja, aber das ist ganz ehrlich. Da suche ich mir jemanden, der mir das macht. The person you've called is temporarily not available. Please try again later. Ach komm. Nein. Ja. Hä? Also ich hab, Flüge das ja? Feld aktualisiert, da fehlt doch noch die Hälfte. Ja, wenn du mittendurch bist, dann aktualisiert er. Heißt aber nicht, dass ich fertig bin. Nein. Ach, verdammt. Das wäre doch zu einfach. Hatte ich schon die Hoffnung. Erzähl mal, was machst du denn Schönes? Ich bewege mich rasenmähenderweise zu John zum Verkaufen. Ah, ich ja. Ich habe nämlich 111 Mal Tomatensuppe dabei. Oh. Und habe mir gedacht, bei der Gelegenheit mähe ich hier noch ein bisschen was von dem Hang zu ihm rüber. Das ist ja quasi noch mit zu meinem Hof. Und da kann ich ja noch ein bisschen Blumen wegschreddern. Kriegst du da so viel für die Tomatensuppe? Neighbor seems to look your garden very much. Social Points Award 6. Oh, okay. Wenn du deinen Garten Rasen mähst, kriegst du Sozialpunkte. Aha. 6 Stück, wenn du deinen ganzen Garten gemäht hast. Aha. Okay. Okay. 6 Stück für eine halbe Stunde Arbeit. Ja, nee, ist klar. Ja. Du wirst etwas hungrig. Jetzt nicht! Okay, ist doch was von deiner Tomatensuppe. Nein, die will ich ja verkaufen. Ich kann doch nicht essen, was ich verkaufen will. Kannst du doch wieder zumachen, dass da nichts mehr drin ist? Das merkt er doch gar nicht. Ach so, du meinst den Stein reinlegen? Ja. Okay, ich kann aber auch Rex einfach seine Bratwurst wegfuttern. Ja. Das kannst du natürlich auch. Muss man nur vorsichtig sein, weil wenn er das sieht, das findet er aber nicht so toll, wenn man seine Bratwurst wegfuttert. Echt? Das kann ich verstehen. Wie? Finde ich auch nicht so toll. Woher kannst du denn das verstehen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das musst du jetzt mal erklären. Soll ich? Ja. Soll ich es wirklich erklären? Erzählen? Ja. Hab ich doch schon mal. Die Geschichte kennt ja mittlerweile schon jeder. Nein, die kennt gar keiner, weil du die noch nie erzählt hast. Die ist geheim. Achso. Okay. Hey, ich bin bald fertig. Ich glaube nicht. Doch, doch, wirklich. Okay. Ja, noch so. Wie 7-8 Mal. Und okay. Dann bin ich fertig. Jetzt fragst du schon wieder rum. Jetzt ist er schon wieder in mein Meer gelaufen. Immer. Das ist total der, wie heißt das? Suicide-Hund. Okay. So, ja. Ich muss echt mal, wenn ich nach Hause fahre oder muss ich ein bisschen am Straßenrand drauf achten, ob ich den irgendwo sitzen sehe. Weil wenn wie der oft hast du ihn denn jetzt schon gefüttert? Zweimal. Ja, ich habe ihn ja da vor dem Laden. Und genau, du hast ihn bei John gefüttert und dann ist er ja losgelaufen und läuft ja zu... Gegenüber Claire. Irgendwo zu irgendeiner Frau. Da habe ich ihn dann das zweite Mal gefüttert. Und dann dachte ich, okay, nach dem Schlafen guckst du mal runter an den Laden, aber da ist er nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal da geschaut. Ja. Er läuft, wenn du die Karte... Mach mal die Karte auf, bitte. Ja. Also, er läuft von John, da oben bei deinem Hof, ne? Ja.
Da läuft er los und läuft quasi der Straße entlang runter bis zu dem Hof über dem O von Homestead. Mhm. Da warst du, glaube ich, beim zweiten Mal, ne? Ja. Nee, den zweiten Mal hast du unterwegs abgefangen. Nee, da bin ich hinterhergelaufen. Das war das zweite Mal. Genau. Und danach geht der unter dem O, da ist doch nochmal ein Hof. Nö. Doch, unter dem O ist da ein Feld. Das ist 1,87 Hektar. Und unter dem Feld ist doch ein Hof. Auf der Karte. Wenn du ein bisschen ranscrollst, dann siehst du die Gebäude so angedeutet. Ach so. Ja? Siehst du den Hof? Ja. Da geht er als drittes hin. Und danach geht er erst runter zum Agrarfachgeschäft. So. Du musst ihn insgesamt viermal füttern. Okay. Was für ein Zufall, dass ich da gerade bin. Siehst du? 1.191 Euro für meine Tomatensuppe. Nicht Nehm schlecht. Ich. Dann noch 338 Euro für meine Eier. Und Geld für die Dings. Und Äpfel habe ich auch noch. So, jetzt habe ich 6.300 Euro. Das ist gut. Nee, das reicht noch nicht. Muss noch mehr machen. Muss noch Missionen machen. Dazu fahren wir da mit dem Bus, ja. Also ich laufe gerade den Hof ab, aber hier ist nichts. Hast du oben bei Clara geguckt? Sonst? Weil der ist auf der Seite, warte mal, der ist, du bist jetzt bei Oliver, das heißt, oder nee, Moment, bist du zu Oliver als zweites gelaufen oder zu Clara? Clara. Da, sicher? Ja, das zweite da, war sie. Das, da, wo du jetzt bist, da läuft er, sitzt er auf jeden Fall Richtung dieses 1,87 Hektar Feldes, auf der Seite, auf dieser kleinen Straße. Und ansonsten würde ich bei Clara nochmal gucken, weil ich glaube, nee, der läuft nirgendwo anders hin. Der läuft diese beiden Höfe an und danach zum Agrarfachgeschäft. Da ist kein 1,78 Hektar. 1,87. Bei dem Hof, der unter dem O ist. Unten drunter. Ja, ich bin ja da gerade mit der Pflügemission. Da ist 1,01, 1,54, 0,96. Old Wetford, meinst du? Nein. Nicht Old Wetford. Sondern? Homestead. Da, wo dein Hof ist. Der Schriftzug Homestead. Ich weiß die Farbe leider nicht, ich bin farbenblind. Entschuldigung. Ja, der Hund bewegt sich nur in dem oberen Teil. Und da ist doch über dem O ist doch einmal ein Hof, ne? Ja, ja. Und darunter. Und da ist es eins. Ach so, jetzt habe ich es. Okay. Genau. Und da läuft er. Okay, dann gehe ich da nachher, glaube ich, mal, wenn ich zurückfahre gleich. Gehe ich dann da mal. Genau. Vorbei. Gut, ist ja gleich. Ich hab's ja gleich. Dann gucke ich da mal, ob ich ihn erwische. Läuft der dann auch immer aufs Feld hinterher oder ist der nur im Hof? Der läuft nur beim Hof. Oh ja. Gebäudepflege für 1.140 Euro. Mission fertig. Eine Bahn ist noch offen. Jetzt aber auch egal. Fertig ist fertig. Ich gehe. Echt? So. Ich werde mich jetzt um die... ich glaube, das Hofgebäude, um das ich mich gerade kümmern muss, habe ich, glaube ich, schon mal erledigt. Das ist jetzt nur noch reinlaufen und dann ist fertig. Mhm.
Ja, ich krieg 1140 Euro für 2 Sekunden Arbeit. Junge Frau. Wie viel? 1140 Euro. Das dachte ich auch gerade. Das ist cool. Ich hoffe, es wird sich eines Tages. Weil ich das Gebäude nämlich schon mal repariert habe. Okay. Und 2280 Sozialpunkte. Cool. So, jetzt habe ich da noch eine Transportmission. Da eine 0,9 Hektar Flugmission, da eine 1 Hektar Flugmission. Sag mal, wo ist jetzt der Typ wegen der Mission? Der war doch hier drüben. Ich bin fertig. Ja, da musst du dem Pfeil folgen. Manchmal sind die nicht an dem Ort, wo sie waren. Danke, so. Hier ist etwas für dich. Gefunden. Manchmal musst du dir ein bisschen hinterherlaufen. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ja, habe ich erledigt. Guten Tag. Danke, hier ist etwas für dich. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Du siehst so gut aus, schade, dass es fast, mich fast sprachlos macht. Das ist eigentlich wie, als du vom Himmel gefallen bist. Schön zu hören, danke dir. Ich glaube, ich könnte darauf noch nicht mal was sagen. Ich müsste einfach nur lachen. Tat es eigentlich wie, als du vom Himmel gefallen bist. Und wie? Du glaubst gar nicht, wie sich das angefühlt hat. Ja, und dann voll anfangen zu reden. Stundenlang. Ja, ihn nicht mehr zu Wort kommen. Siehst du, wenn er anfangen will mit... Ach, übrigens. Ja, So. Sag mal, unterhaltet ihr euch hier oder steht ihr hier einfach nur blöde rum? Gut, da vorne rechts. Du hast eine Mission. Rede mit mir. Wer? Die Frau hier vor mir, die steht einfach nur so, da ist so eine Salzsäule. Vielleicht ist sie schüchtern und verliebt. Ich spreche erstmal mit einer, die daneben steht. Oh. Siehste? Und jetzt will sie mit der anderen reden. Siehste? Guck. Cool finde ich es immer, wenn er einer ein Kompliment macht. Du siehst so gut aus. Und dann wendet es sich 1 Meter daneben an die nächste. Du siehst so aus. Ja, echt. Was auch immer geil ist, spar dir diese Heucheleien. Sie scheint dich mehr zu mögen. Ja. Wenn du dir einfach denkst, okay, ja. Und ich habe schon festgestellt, die müssen dort alle massive Rückenprobleme haben. So viel wie die sich strecken. Schon mal aufgefallen, wenn die reden, die strecken sich immer. Ja, das stimmt. Das ist immer ganz komisch. Oh, oh, oh. Oh, das sah böse aus. Was denn? Andrew ist bei mir gerade über die Straße gelaufen und wurde von 2 Autos angefahren. Oh. Wie viel Leben hat denn dein Hund? Nein, nicht der Hund. Es war ein Mensch. Ach so, ja dann. Der lief über die Straße, das erste Auto fährt gegen ihn, bleibt stehen, er läuft weiter. Das zweite Auto fährt gegen ihn, er bleibt stehen, das Auto bleibt stehen, er läuft weiter. Ja, okay. Wo ich mir denke, okay, alles klar. So, ich habe jetzt eine Transportmission für 500 Euro angenommen. Bin Bus gefahren für 5 Euro. So, jetzt muss ich links. Weißt du, musst du links? Ich gucke jetzt nochmal. Ich fahre jetzt gerade von der Mission zurück. Hier wächst Gras auf der Straße. Hast du auch geblinkt? Bestimmt. Oder piep, piep, piep. Neu. Gepiept hat's nicht. Aber jetzt schaue ich mal nach den Hund. Oh, schön, was war du? Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher. Hier ist das Paket. Liefern Sie es aus. Aha, aha. Bist du der... Wie heißt der Film? Der Transporter. Transporter. Niemals in Kontakt mit der Ware treten. Nein. Keine blöden Fragen stellen. Ja. Niemals. Aber er tut es doch immer. Spätestens, wenn die Ware ihm aus dem Kofferraum springt und weiblich ist und saugut aussieht. Und dann auch noch reden kann. Ja. Also nachdem man ihr das Pflaster abgenommen hat. Ja, natürlich. So. Ich meine, man hätte sie auch einfach drauf lassen können. Dann babbelt sie eigentlich voll, ne? Das hat er sich hinterher wahrscheinlich auch gedacht. Ne, echt? Ich habe ihn gefunden. Ja, fein. Ja, guck mal hier. Ja, fein bist du. Ne, scheiße, ich habe kein Würstchen dabei. Doch. Komm ich da mit? Noch nicht. Du musst ihn 3-mal füttern.
rennt der schon wieder weg, der blöde Köter. Jetzt läuft er zum Agrarfachhandelsgeschäft. Ja, da muss ich aber erst schlafen, ne? Da musst du ja schlafen, ja. Kein so. Problem. Kein Problem? Ich fahre zurück und schlafe. Oh, das mache ich jetzt auch. Ich nehme eine lange Schlafzeit von einer Woche. Kurz die Drogen ausgeliefert hier. Oh, ich habe 60.000 Sozialpunkte. Ganz genau 60.000. Auf den Krümel genau. Und 8.000 Euro. So. Junge Frau. Junger Mann. Das soll es für die heutige Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.